Wir stehen hier heute am 1. Mai auf der Straße in Istanbul gemeinsam mit diversen linken Organisationen und Gewerkschaften. Unter dem Slogan für einen Neuanfang demonstrieren heute ArbeiterInnen, Studierende und Frauen. Deswegen stehen wir auch heute hier in Solidarität mit den streikenden ArbeiterInnen im öffentlichen Dienst in Deutschland, die gerade mit einer miserablen Einigung abgespeist werden sollen. Auch hier in der Türkei organisieren sich immer mehr ArbeiterInnen in ihren Betrieben gegen miserable Löhne und die immer weiter steigende Inflation, die reell bei 120% zurzeit liegt. Für einen Neuanfang bedeutet somit also, dass wir von der Straße, aus den Universitäten, aus den Betrieben heraus uns organisieren müssen. Wir dürfen uns nicht von vermeintlichen Oppositionellen vereinnahmen lassen. Als linke Kräfte dürfen wir uns nicht in rechtsoffenen, liberalen Bündnissen verlieren und weiter den Irrglauben in den Reformismus hegen. Als Revolutionäre muss unser Ziel der Aufbau einer revolutionär-sozialistischen Partei der ArbeiterInnenklasse sein. Dies muss in Verbindung gesetzt werden mit unserer historischen Aufgabe des Aufbaus einer revolutionären Internationale für die sozialistische Revolution. Als internationale Strömung, trotzkistische Fraktion für die vierte Internationale kämpfen wir mit diesem Ziel. Heute, am internationalen Tag unserer Klasse, stehen wir deshalb gemeinsam zu Millionen auf den Straßen dieser Welt in Tradition der Kämpfe der vergangenen Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Schulter an Schulter für ein Leben und eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Hoch die internationale Solidarität.